Also ich bin ja dankbar, dass hier so viele Beispiele gebracht werden, dass wir in dem Impfprozess insgesamt weiterkommen, indem wir uns gegenseitig informieren und Impulse geben. Und ich glaube, dass wir in diesem Wettstreit für die Bürger viel Gutes erreichen werden. Deshalb bin ich froh über jedes Projekt, das umgesetzt wird, weil wir müssen das gemeinsam machen. Vielleicht ist diese Debatte auch der Impuls und der Anstoß dafür, dass es nicht hilft, auch draußen den Bürgern, wenn wir uns gegenseitig Schuldzuweisungen zuweisen, sondern wir müssen diese Herausforderung, diese Pandemie, die es vorher noch nie gegeben hat und die wir hoffentlich auch zu unseren Lebzeiten nicht noch mal erleben wollen, dass wir die gemeinsam bewältigen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir kommen mit dem Impfen voran. Und ich glaube, wenn wir 3 Monate weiter sind, dann wird diese Debatte sich erübrigt haben, parallel begleitet durch die Teststrategien. Wir haben Tests für viele Menschen. Wir sind ja erprobt im Testen, weil wir das also schon seit Monaten bei den Pflegeeinrichtungen, bei den Krankenhäusern im Gesundheitssystem machen. Das ist für uns nichts Neues. Und deshalb wird auch hier bewährt daran gearbeitet, auch mit bewährten Kräften. Und da bin ich dem Minister sehr, sehr dankbar, dass er seine Kompetenzen einbringt, damit wir in der Pandemie weiter nach vorne kommen. Er hat Großartiges in den letzten Monaten geleistet. Und wir sollten froh sein, dass wir so einen dynamischen, fähigen, kreativen, durchsetzungsstarken Minister haben. Und da können manche Landesministerinnen und Minister noch was von lernen. Herr Rüttel, danke schön. So, und die letzte Rednerin in dieser Debatte für die CDU-CSU-Fraktion, Emmy Zollner.